Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Kürzlich waren wir mit einer Reisegruppe in Israel. Es war so wunderbar zu sehen, wie die Menschen sich verändert haben und auch einige geheilt wurden. Und Jesus ist immer noch derselbe und er möchte auch dich berühren. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Und mir ist auch so auf dieser Reise wieder das Kreuz offenbar geworden, sichtbar geworden, wenn man so nahe dort ist. Und möchte heute darüber reden, deine Last und die Lösung. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du es uns gerne mitteilen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Man spricht so oft mit Menschen, die haben wirklich eine Last der Vergangenheit. Die haben wirklich Fehler gemacht. Ich glaube, wir alle haben Fehler gemacht in der Vergangenheit, aber irgendwo schafft es der Feind immer, das wieder hervorzurufen. Was hast du alles falsch gemacht? Was hast du falsch gemacht bei der Erziehung? Was hast du falsch gemacht in der Ehe, in der Familie oder was auch immer? Was hast du alles falsch gemacht? Und das ist für dich so eine Last. Hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Du kannst es nicht mehr ändern, du kannst aber die Last loswerden. Wie ich am Anfang schon sagte, das Kreuz. Jesus kam und ging ans Kreuz und hat den Sieg für dich errungen. Nicht das Kreuz ist das Instrument, sondern der Sieg und die Auferstehung. Was durch das Kreuz passiert ist, also durch den Tod Jesu Christi und die Auferstehung ist der Sieg. Und ich sag dir, bring alles, schmeiß richtig und ich sag das richtig derb, wirf alles richtig ans Kreuz und lass es los und lass es dort, nimm es nicht mehr mit nach Hause, egal welche Fehler du gemacht hast. Du kannst sie nicht mehr berichtigen, du kannst aber heute anders leben. Entscheide dich dazu, das Kreuz ist wirklich die Abladestelle. Und du kannst noch so viele Predigten hören, noch so viele, der Herr segne dich und alles wird größer, schöner, besser. Ich sag dir, die Last wirst du los, indem du sie ans Kreuz bringst. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns für uns eine Abladestelle geschaffen hast am Kreuz. Ich danke dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dass wir alles dort abladen dürfen, hinwerfen dürfen und Herr, dass wir es auch nicht wieder mit nach Hause nehmen. Danke, Herr. Amen. Amen. Immer wieder erfahren wir von Menschen, wie Gott eingegriffen hat und das werden wir auch gleich hören. Aber zuvor möchten wir beten für die Gebetsanliegen, die eingegangen sind. Und was Gott bei einer Person getan hat, kann er wieder tun. Eine Frau schreibt, heute las ich das Zeugnis von den Schmerzen im rechten Bein und den Blockaden in der Wirbelsäule. Genau das ist mein Problem seit Jahren. Ich bin wie im Schraubstock und kann vor Schmerzen nicht gehen. Besuche einen Arzt nach dem anderen. Bitte betet für mich, dass diese Heilung hätte ich auch gerne. Vielen Dank. Und dafür möchten wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die jetzt dieses Zeugnis gehört und gelesen hat. Und ich danke dir, dass du derselbe bist. Und du kannst dasselbe auch bei ihr tun. Sie hat die gleichen Probleme. Und ich danke dir, dass du mit deinem Heilungsstrom jetzt wirklich bei dieser Frau bist. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du diese Person berührst und heilst, so wie du es schon getan hast. Und du kannst es wieder tun. Und wir danken dir einfach dafür, dass du immer noch derselbe bist und dass du ein Gott bist, der heilt und ein Gott, der hilft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und Gebetsanliegen wegen einem Knoten in der Brust. Liebe Geschwister im Missionswerk Karlsruhe, durch Mammographie wurde bei mir ein schon größerer Knoten in der Brust festgestellt. Nun folgen weitere abklärende Untersuchungen und entsprechende Behandlungen. Bitte betet für mich um vollständige Heilung. Bitte betet auch um Versöhnung mit meiner Tochter und Schwiegersohn. In Jesu Liebe verbunden danke ich euch sehr für euer Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit diesem Knoten in der Brust. Danke, Jesus, dass du jede andere Frau auch kennst, die einen Knoten in der Brust hat. Und ich danke dir, dass du diese
Frauen berührst, dass dieser Krebs entmachtet ist durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du Heilung schenkst und dass du bei jeder Person bist, bei jeder Frau bist, die solch ein Problem jetzt hat. Und ich danke dir, dass du wirklich derjenige bist, der dieses Problem lösen kann. Und das glauben wir. Und wir danken dir einfach dafür, dass du eingreifst. Und auch bei dieser Frau mit der Versöhnung mit ihren Kindern und Schwiegerkind. Danke, Jesus, dass du auch da Versöhnung schenkst, dass du Vergebung schenkst und dass du auch da wieder ein wunderbares Verhältnis zustande kommt. Danke, Jesus, du bist der Herr auch über dieser Angelegenheit und wir danken dir für Vergebung und für Versöhnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich und die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Da schreibt uns jemand: Liebes Team, mein Sohn hatte vor ein paar Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem hat er Verfolgungsangst, dass er sogar geschlagen wird im Traum. Bitte betet für ihn, dass er frei wird von Ängsten und ein normales Leben führt. Ich danke euch sehr und Gottes Segen. Ja, das tun wir gerne. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst, Herr, diesen Verfolgungswahn und diese Ängste und all diese Schmerzen und schon die Angst einzuschlafen, dass man wieder solche Albträume hat. Und Herr, ich danke dir dafür, dass das jetzt ein Ende hat. Wir gebieten in Jesu Namen, jeglicher Macht der Finsternis diesen Mann loszulassen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Eine Frau bittet für ihren Mann um Gebetsunterstützung. Sie schreibt: Liebe Beter, ich bitte euch um Gebet für meinen Mann. Er hat seit einigen Monaten Missempfindungen in den Beinen und Händen. Anfang des Jahres ist er während eines Infekts zusammengebrochen und kurz weggetreten. Wegen den Missempfindungen wurden bereits diverse Untersuchungen durchgeführt, aber nichts festgestellt. Ein Schädel-MRT steht noch aus. Mein Mann ist nervlich am Ende und wir sind sehr besorgt, was das sein könnte. Bitte betet für ihn. Vielen Dank. Ja, Herr, du kennst jetzt auch diesen Mann und die ganze Nervengeschichte und auch das ganze Empfinden und Fühlen. Und Herr, wir sprechen Normalität in diese ganzen Nerven und Nervenbahnen hinein, in deiner Kraft, in deinem Sieg, in deiner Liebe. Und ich danke dir dafür, für Normalität, Herr, auch bei diesem Mann, dass alles wieder richtig normal funktioniert, das Gefühl wieder richtig ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und wie wunderbar, wenn Gott eingreift, wenn wir wirklich Gebetserhörungen haben. Und so schreibt uns eine Frau: Gebetsanliegen für die Schwester wurde da erhört. Ich habe bei euch um Gebet für meine Schwester gebeten. Sie suchte eine Arbeitsstelle. Das Gebet wurde erhört. Sie bekam eine Arbeitsstelle. Gott übertraf alles. Sie bekommt ein besseres Gehalt. Und beim Vorstellungsgespräch wurde sie gefragt, ob sie ein Idol habe. Und sie bezeugte, dass Jesus ihr Vorbild sei. Danke für eure Gebete. Das ist doch schön, wenn man auch noch für Jesus zeugen darf. Entzündung geheilt, berichtet dieser Mann. Wir haben in der Gebetsnacht um Gebet für eine Verdickung wie ein kleines Bällchen am Rücken gebeten. Einen Tag bevor ich deswegen zum Arzt wollte, begann die Stelle abzuheilen. Mittlerweile ist jede Entzündung verschwunden und alles wieder so gut wie normal. Danke, Jesus, und danke euch für das Gebet. Eine Augen-OP ist nicht mehr nötig, schreibt uns diese Frau. In der letzten Gebetsnacht habe ich für mich beten lassen. Meine Augen hatten sich derart verschlechtert, dass ich operiert werden sollte. Nach einer erneuten Diagnose vom Augenarzt stellte dieser fest, dass eine Operation derzeit nicht erforderlich ist. Meine Sehschärfe rechts ist 50 und links 80%. Ich kann Gott nur danken für seine Güte und Gnade und euch für eure Gebete. Wie wunderbar. Und ein Mann aus Bayern schreibt von einem Neubeginn bei ihm und seiner Frau. Ich lobe und danke dem Herrn.
Seit der Gebetsnacht haben meine Frau und ich gemerkt, dass der Herr am Werk ist. Ich hatte einen sehr guten Probearbeitstag. Allerdings wurde ein jüngerer Bewerber genommen. Wichtig ist aber, dass ich nach langen, schweren Erkrankungen langsam wieder in die Arbeitswelt zurückkehren kann. Mein Herz ist noch in Mitleidenschaft gezogen, aber im inneren Menschen bin ich völlig verändert. Auch die Verbitterung meiner Frau ist in ganz kurzer Zeit gewichen. Wir stehen in einem völligen Neubeginn. Danke für eure Fürbitte. Ja, Jesus macht alles neu. Wie schön. Ja, hat er bei dir auch etwas neu gemacht? Konnte er bei dir auch etwas lösen oder hast du eine Heilung empfangen? Lass es uns wissen. Wir würden uns riesig freuen. Ja, ich möchte dich wirklich ermutigen, heute ein Stück Zeit zu nehmen und wirklich alles ans Kreuz zu werfen, was dir einfällt. Du sagst vielleicht, wie geht sowas? Ich sag dir, rede mit Jesus. Sage, das alles, was du möchtest, bring es zu ihm und lass es dort. Du kannst sagen, Herr, all das, den Blödsinn, all die Fehler, die ich gemacht habe, bring ich ans Kreuz und danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mir die Last abnimmst, die Sorge, die ich um meine Kinder habe. All das, was dich bedrückt, kannst du ans Kreuz bringen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du es uns gerne mitteilen und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir haben bei den Zeugnissen so viel gehört, was in der Gebetsnacht geschehen ist. Ich möchte dich einladen, nächste Woche, Samstag, 13 Uhr, machen wir die Nacht zum Tag. Wir machen eine Gebetsnacht am Tag bis 20 Uhr, 13 bis 20 Uhr. Komm vorbei in die Christuskathedrale, du kannst dich kostenlos anmelden und wenn es gar nicht geht, dass du kommen kannst, schau uns auf dem Livestream. Und wir verabschieden uns von dir und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.